Stell dir einmal ein Bottich vor, ein großes Fass, ein Behältnis, wo Wasser drin steht. Wenn das Wasser dort drin steht und die Sonne scheint und es heiß wird, dann wird das Wasser stockig. Es bilden sich Algen drin, es wird schlierig, es wird immer gammeliger, irgendwann ist da Viehzeug drin und es wird so eine richtige trübe Brühe. Wenn man jetzt einen Schlauch nimmt, den dort hineinhängt und Wasser aufdreht, sodass klares Wasser in diesen Bottich hineinfließt, dann sorgt das dafür, dass der erst einmal bis zum Rand ansteigt und dann überfließt. Und je länger man dieses klare Wasser einfach einfließen lässt, ganz regelmäßig, immer mehr, desto mehr wird das Wasser ausgetauscht. Es dauert eine lange Zeit, aber irgendwann einmal ist die ganze trübe Brühe weg. Es ist komplett ausgetauscht und der Bottich ist voll klarem Wasser. Genauso funktioniert dein Denken. Genauso funktioniert das, was du in deinem Kopf hast. Alles Mögliche an negativen, zerstörerischen, destruktiven Dingen ist in deinem Denken drin, von wo auch immer reingekommen, eine trübe Brühe. Und das Wort Gottes ist wie so ein Zufluss klaren, reinen, lebendigen Wassers, das dir sagt, was die Wahrheit ist. Welche Position du in Christus hast, welche Identität du in Christus hast. Es ist ein wunderbarer Zufluss reinen, schönen Wassers. Und wenn du diesen Zufluss aufdrehst und dieses Wasser in dich hineinlässt, wird es dafür sorgen, dass im Laufe der Zeit all das schlierige, negative, verdorbene Wasser weggespült wird. Das geschieht nicht, indem du den Wasserhahn mal 2 Minuten auf und zu drehst. Das reicht nicht. Es muss ein ständiger Zufluss lebendigen Wassers in deinem Leben sein. Es reicht nicht, wenn du morgens die Losungen liest. Es reicht nicht, wenn du sonntags nur mal kurz dich in den Gottesdienst setzt. Du musst dafür sorgen, dass jeden Tag immer, immer der Zufluss des reinen, lebendigen Wassers, des Wortes Gottes, dessen, was Gott über dich aussagt, in dein Leben erfolgt. Es wird dafür sorgen, dass dein gesamtes Denken komplett erneuert wird. Weißt du, was interessant ist? Wenn das Wasser komplett ausgetauscht ist und du völlig reines, klares Wasser hast und du drehst den Wasserhahn ab, es wird eine lange Zeit dauern, aber irgendwann wird auch dieses Wasser wieder stockig und alt sein und verdorben. Deshalb ist es wichtig, dass der Zufluss immer gewährleistet ist. Du musst immer frisches, lebendiges Wasser in dich aufnehmen. Und das ist insbesondere das Lesen des Wortes Gottes. Es ist das Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Es ist das Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Ich lade dich ein, auf unserer Seite die Unterseite, was dir wirklich hilft, anzuschauen. Dort sind Dinge, die wirklich wie frisches, lebendiges Wasser sind, die dein Denken immer mehr heilen können und dafür sorgen, dass das verdorbene, alte, wo auch immer herkommende Negative weggespült wird und du gefüllt wirst mit der Wahrheit dessen, was Gott über dich sagt. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel, viel mehr für dich.